Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. In diesem will ich euch meine Sportausrüstung bzw. mein Sportoutfit vorstellen. Ich will euch einfach mal zeigen, wie ich ins Fitnessstudio gehe bzw. wie ich meine Ausdauereinheiten, also das Joggen, ja, wie ich dabei aussehe. Das ganze Zeug, was ich euch zeigen möchte, habe ich hier in meiner Sporttasche und ich würde sagen, wir fangen auch schon gleich damit an. Das Wichtigste im Fitnessstudio ist meiner Meinung nach das hier. Ein Handtuch, was man auf die ganzen Trainingsgeräte legt. Ich bin der Meinung, das ist das Wichtigste. Man kann wie der letzte Lump ins Fitnessstudio gehen, aber wenn man kein Handtuch hat, dann hat man meiner Meinung nach nicht so eine gute Entscheidung getroffen. Der Grund ist einfach, im Fitnessstudio bewegen sich sehr, sehr viele Leute hin und her, man ist viel am Schwitzen und wenn man da jetzt auf die Hantelbank sich legt und da kein Handtuch drunter hat, dann kann es gut sein, dass man eventuell Pickel bekommt oder sogar einen Hautpilz und das muss natürlich nicht sein. Im Endeffekt will ich auch nicht, dass die Leute irgendwie von meinem Schweiß irgendwie welche, weiß ich nicht, Ausschläge oder sowas bekommen. Alles schon mal vorgekommen, dementsprechend Handtuch ist sehr, sehr wichtig, kann ich euch nur empfehlen. Holt euch ein Handtuch bzw. ein, zwei Handtücher, die ihr immer dabei habt, die ihr ja, auf die ganzen Trainingsgeräte legt. Ist einfach viel, viel hygienischer. Ich habe auch immer so das Gefühl, viele Leute denken, sie würden durch Proteinpulver und irgendwie, weiß ich nicht, zu viel Krafttraining Pickel bekommen. Ich glaube einfach, es liegt daran, dass sie nicht wirklich ein Handtuch oder sowas drunter legen oder irgendwie das Ding seit 3-4 Wochen nicht mehr gewaschen haben. Dementsprechend Handtuch regelmäßig waschen und generell immer zum Training mitnehmen. Dann geht es weiter mit der Trainingshose. Ich habe hier eine lange Trainingshose von Reebok. Ist so ein spezielles Modell, hat so eine längere Ausbuchtung hier. Ich und mein Bruder haben die gleiche Hose. Ich finde die äußerst cool, äußerst stylisch. Man hat so das Gefühl, dass man wie MC Hammer aussieht. In letzter Zeit gehe ich sehr, sehr gerne mit der Hose trainieren. War früher eher der Kerl, der mit kurzen Hosen trainieren gegangen ist. Jetzt bin ich aber umgestiegen auf lange Hosen. Und das Ding haben wir mal bei eBay bestellt, ich und mein Bruder zwei Stück gleich. Fällt ein bisschen größer aus als gedacht, aber ich finde das immer noch eine sehr, sehr coole Hose. Und ich hoffe, ich habe noch lange an ihr Spaß. Aber ich gehe ja nicht nur mit langen Hosen trainieren. Nein, wenn es natürlich warm ist, brauche ich natürlich auch eine kurze Hose. Und da habe ich hier natürlich auch eine kurze Hose. Muss auch sein, ne? Also wenn man jetzt wirklich einen heißen Sommertag hat oder sowas, dann ist eine kurze Hose einfach Pflicht. Ist einfach viel, viel angenehmer. Dann habe ich auch noch, wenn ich zum Beispiel mein Beintraining absolviere, solch eine Kompressionsshort auch noch drunter. Das ist ja so eine Short, die sehr, sehr eng anliegt und einfach nochmal so eine stützende Funktion hat. Kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr wirklich ein intensives Beintraining vor euch habt, besorgt euch so eine Kompressionsshort hier. Die zieht ihr einfach unter die normale Short bzw. unter die der Trainingshose, die ihr so habt. Und habt dann halt wirklich so eine stützende Funktion, kann ich nur empfehlen. Die gibt es halt auch in lang, die habe ich auch in lang, aber dann wird es halt einem wirklich sehr, sehr warm und teilweise, wenn man halt dann nochmal eine kurze Hose nur anhat, sieht es ein bisschen komisch aus. Aber dafür gibt es natürlich auch die kurze Hose hier und hat so ein bisschen was von so einer Radlerhose. Aber kann ich nur empfehlen, Kompressionsklamotten bin ich eh ein riesiger Fan von. Und weiter geht es mit den Oberteilen. Da kommen wir natürlich klassisch zu Stringern. Ne? Da haben wir hier Fitness-Stringer, sind aktuell beliebt. Wie noch nie. Gibt es natürlich mit zig verschiedenen Motiven drauf, Farben und Schnitte, was es da so alles gibt. Und ja, muss natürlich jeder für sich selber wissen, ob er mit so einem Stringer hier trainieren gehen möchte. Ich bin der Meinung, wenn man den Körper dazu hat, dann kann man das gerne machen. Dann soll das, soll das jeder machen, wie er möchte. Wenn man jetzt wirklich nicht so den Körper dazu hat, dann, ich denke mir dann immer, warum machst du das? Ne, also es soll jetzt kein Hate sein oder sowas an die Leute, aber im Endeffekt soll ja jeder das tragen, was er möchte und sich auch so wohlfühlen, wie er möchte. Aber ich weiß dann nicht, ob das halt so intelligent ist. Ne, aber im Endeffekt soll jeder machen, was er möchte, das soll kein Hate sein. Man muss nicht unbedingt ein Muskelpaket sein oder sowas. Jeder hat ja andere Trainingsziele dementsprechend. Weiß ich aber halt auch zum Beispiel von Frauen im Fitnessstudio, dass die gar nicht auf sowas abfahren. Also wenn die jemanden in so einem Fitnessstringer hier sehen, dann denken die sich eher, was ist denn das für ein Macker, was ist denn das für ein Mongo, dass der so rumläuft in einem ganz leichten Hemdchen, was er da anhat, die Nippel blitzen die ganze Zeit durch.
Aber was soll man machen? Irgendwie will man ja auch auffallen, wenn man irgendwie Muskeln hat oder sowas oder regelmäßig trainieren geht, dann will man das natürlich auch irgendwie präsentieren. Das gehört ja dazu. Ne? Also das ist ja irgendwie, warum macht man das Ganze? Warum baut man Muskeln auf? Weil man sich irgendwie präsentieren möchte. Dementsprechend, ja, trägt man dann halt solche Stringer. Ne? Ja, weiter geht es mit ja, einem Kompressionsshirt. Habe ich hier auch, wie gesagt, wie die Short ist auch so ein Kompressionsshirt, bin ich ein großer Fan von, hat auch einfach eine stützende Funktion. Ich trage sie zum Beispiel sehr, sehr gerne, wenn ich mein Latissimus-Training absolviere. Grund ist einfach der, wenn ich zum Beispiel an Ruderübungen mich versuche, merke ich zum Beispiel, wenn ich einen Stringer trage, dass es immer hier im Achselbereich am Reiben ist, ne? Weil ich dann irgendwie geschwitzt bin, dann trockne ich wieder und dann hat das halt, ja, ist das ein bisschen rau, bisschen klebrig und dann, wenn ich wirklich so eine Ruderbewegung absolviere, dann merke ich, wie es halt reibt und das ist für mich ein unangenehmes Gefühl und dementsprechend trage ich dann halt Long-Sleeve-Kompressions-Shirts, da habe ich halt das Problem nicht, weil das halt sehr, sehr glatt ist und das reibt halt nicht aneinander, eher gleitet der Arm dann richtig schön am Torso vorbei und dementsprechend trage ich, wenn ich zum Beispiel Latissimus-Training absolviere, sehr, sehr gerne so einen Kompressionsshirt hier und da habe ich auch zig ja, Stück von, weil ich die einfach auch cool finde. Die sind auch sehr, sehr körperbetont, haben wie gesagt auch so eine stützende Funktion und bin ich auch wirklich sehr, sehr gerne mit trainieren. Kommen wir nun zu den Schuhen. Im Fitnessstudio habe ich meistens die Reebok Nano 3.0 an. Wirklich ein sehr, sehr cooler Schuh. Ich hatte auch schon den Reebok Nano 2.0. Hatte die gleiche Form gehabt wie der hier und dem einen oder anderen, der Gewichtheber ist, dem wird die Schuhform bekannt sein. Wir haben hier so eine krasse Ausbuchtung und das ist halt vom Gewichtheberschuh abgeguckt. Im Endeffekt ist es ein Crossfit-Schuh, aber ist mir eigentlich egal. Ich trage den halt auch im Fitnessstudio, obwohl ich nicht so der intensive Crossfitter bin. Aber es liegt einfach wirklich daran, wenn ich zum Beispiel Kreuzheben, Kniebeuge und sowas absolviere, habe ich einfach mit dem Schuh wirklich einen sehr, sehr guten Stand, weil er halt wirklich diese Ausbuchtung hat. Man hat wirklich einen enorm festen Stand mit dem Schuh. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Ist ein wirklich sehr, sehr cooles Ding. Ist auch sehr, sehr stylisch und auch für kurze Laufeinheiten ist der super geeignet. Also für ja, 5 bis 10 Minuten auf dem Laufband zum Warmmachen ist der super geeignet. Ist aber kein klassischer Laufschuh. Also das auf gar keinen Fall. Ist halt wirklich ja, ein abgewandelter Gewichtheberschuh mit nochmal so ein paar Aspekten ja, der Bequemlichkeit. Wie gesagt, sehr, sehr cooles Ding. Zum Joggen selber benutze ich dann hier den Reebok RealFlex. Den gibt es auch in zig Versionen und Farben und Formen. Das Ausschlaggebende bei dem Schuh ist die Sohle. Wir haben hier so eine ja, ich würde fast sagen, Wabenstruktur bei dem Schuh. Und das ist auch das Besondere. Man hat das Gefühl, wenn man mit dem Schuh am Laufen ist, dass man halt so ein bisschen durch die Gegend schwimmt, weil jede ja, einzelne Wabe hiervon, ja, so einzeln beweglich ist und ich finde den Schuh äußerst bequem. Am Anfang ist es ein äußerst ungewohntes Gefühl, sich mit dem Schuh vorzubewegen. Ich finde ihn aber sehr, sehr cool. Grundsätzlich mein Tipp an euch, wenn ihr euch Laufschuhe besorgt, geht da wirklich in den Laufladen und lasst euch richtig gut beraten. Die Leute in den Laufläden sind meistens sehr, sehr gut ausgebildet. Die können mit euch so eine Laufanalyse absolvieren und können dann halt euch einen richtig guten Schuh für euren Fuß empfehlen. Blindschuhe kaufen in einem Online-Store oder sowas ist nicht unbedingt die schlauste Entscheidung. Also tut euch wirklich den Gefallen und lasst euch beim Laufschuh, beim Jogging-Schuhkauf sehr, sehr gut beraten. Ihr werdet es spätestens in 2, 3 Jahren merken, wenn ihr mit schlechten Schuhen laufen wart, regelmäßig laufen wart, dass ihr dann halt ja, Gelenkprobleme bekommt oder sowas oder Gelenkschmerzen. Und dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, lasst euch gut beraten beim Schuhkauf. Denkt dran, eure Füße, die habt ihr nur einmal. Und wenn ihr da Probleme habt, dann ja, ist das nicht so cool. Ansonsten war es das eigentlich auch schon. Ich benutze jetzt auch keine Trainingshandschuhe oder sowas, weil ich das ein bisschen eklig finde. Ich schwitze ja recht gut an den Händen und wenn ich dann irgendwie Handschuhe oder sowas trage, dann fühle ich mich da immer so ein bisschen eingeengt und ein bisschen klebrig. Ansonsten habe ich eigentlich nichts Großartiges. Ins Training verwende ich immer hier meine Casio-Uhr. Kostet 10 Euro oder sowas, nichts Besonderes, da kann auch mal was drauffallen oder ich irgendwie wo drauf ja, kommen oder sowas oder irgendwie hängen bleiben, da passiert nichts und wenn sie doch mal kaputt geht, ja,
kaufe ich mir halt eine neue für 10 Euro. Ne? Nichts Besonderes. Die nehme ich zum Beispiel auch zum Laufen. Wenn ich zum Beispiel irgendwie am Anhalten bin oder sowas durch die Digitaluhr, kann ich dann halt auch recht gut meinen Puls messen und dann laufe ich halt weiter. Ansonsten war es das eigentlich. Mehr benutze ich nicht bei meinem Training. Ich muss dazu sagen, ich bin jemand, der wirklich outfitmäßig schon darauf achtet, was er anzieht. Ich bin da halt so ein bisschen, ich würde mal fast sagen, ein Fashion-Victim. Klingt blöd, aber jeder hat halt so seine kleinen Macken. Und dementsprechend versuche ich schon darauf zu achten, irgendwie, wenn ich irgendwie im Fitnessstudio bin oder am Laufen bin, dass es irgendwie farblich alles abgestimmt ist oder sowas. Oder einfach nach was aussieht. Ne? Ist halt mein kleiner Tick, aber jeder hat so seine Ticks. Ne? Dementsprechend habe ich euch alle Klamotten und Schuhe und Sachen, die ich in dem Video hier gezeigt habe, habe ich euch mal in der Infobox bzw. in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr irgendwas interessant findet, schaut es euch auf jeden Fall etwas genauer an. Falls ihr Fragen habt zu den einzelnen Sachen, schreibt sie gerne als Kommentar unter das Video. Ansonsten soll es das gewesen sein. Besucht mich auf Facebook unter www.facebook.com/infitnesstv. Lasst vielleicht ein Like da, folgt mir dort, schreibt mir was an die Pinnwand oder aber folgt mir auf Instagram unter www.instagram.com/rafainfit. Könnt ihr mir auch folgen, da poste ich immer sehr, sehr coole Fotos. Das war's, wir sehen uns die Tage. Haut rein!